Haben sollen auf seinem Bildungsweg, unabhängig vom Geldbörse der Eltern. Und ist auch gegen wen wir es durchzusetzen haben. Und der Herr, liebe Freunde, ist diese Vereinzelung, dieser Egoismus, der auch immer wieder in unsere Gesellschaft hineingeredet wird. Jeder ist seines Glückes Schmied. Der völlig falsche Weg. Wir haben gemeinsam für Gerechtigkeit und Solidarität zu sorgen. Ich bin stolz, das erste Mal auf dieser Tribüne als Vorsitzender solche sprechen zu dürfen. Und es ist unsere Aufgabe, wenn sich die Gesellschaft verändert, nicht auf der Stelle stehen zu bleiben, sondern dafür zu sorgen, dass auch wir die Zeichen der Zeit verstanden haben und wir diesen Wandel vorantreiben. Es geht mir nicht darum, unsere Dogmen zu bewahren, sondern unsere Werte in die Zukunft zu bringen. Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Wir haben ein Problem, dem wir uns sehr ernsthaft widmen müssen. Das ist der Umstand, dass wir erleben, dass immer mehr aus der Generation der 50 plus, der Menschen, die über 50 Jahre alt sind, arbeitslos werden. Deshalb haben wir Plan A vorgeschlagen, in der Bundesregierung auch zu 20.000 zusätzliche Jobs für Menschen zu schaffen, die älter sind als 50, damit die wieder in den Arbeitsmarkt, in die Arbeitswelt zurückkehren können. Die hunderte Bewerbungsschreiben abgeliefert hat, geschrieben hat, dass sie noch leisten kann, wozu sie fähig ist, und nicht einmal eine andere bekommen. Und wir haben in der Woche vorgeschlagen, die nationalen Spielräume konsequent auszunutzen, um die Steuervermeidung